Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Johannes, für alle, die mich noch nicht kennen, und das hier ist mein T4. Ich bin seit einigen Jahren Bulli-Fahrer und genieße es sehr, mit diesem Fahrzeug hier unterwegs zu sein. Jetzt ist ja auch wieder Frühling, die perfekte Zeit, wieder ins Vanlife zu starten, und ich habe den Bulli schon ein bisschen ausgebaut, also der ist eigentlich einsatzbereit und hat alles, was man braucht, um damit zum Camping unterwegs zu sein. Also es ist wirklich mobiles Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche und so weiter, und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich mal eine kleine Kostenaufstellung, was ich bisher in dieses Fahrzeug und den Ausbau und so weiter so reingesteckt habe. Und dazu habe ich mir ein paar Punkte überlegt. Das hätte jetzt smoother gehen sollen. Naja, wie auch immer. Wir schauen uns an. Einmal die Ausstattung. Also was habe ich so in die Komfortausstattung, sage ich mal, investiert, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Dann den Innenausbau, also alles, was ich so brauche, um da drin zu pennen und so weiter. Dann die Campingausrüstung, also was habe ich da bisher investiert in die Ausrüstung, die man zum Kochen braucht und alles Weitere. Und dann natürlich zu guter Letzt das Fahrzeug an sich. Was ist da an Kosten reingeflossen? Reparatur, Versicherung, Steuern und so weiter. All das im heutigen Video. Fangen wir an mit der Ausstattung, und das spielt sich eigentlich komplett hier vorne ab, im Fahrerraum. Das ist ein normaler Transporter, deswegen hat er da eigentlich gar keinen Komfort, und ich habe da ein bisschen was gemacht, um das eben ein bisschen komfortabler und schicker zu gestalten. Übrigens, über alle Dinge, die ich heute spreche, zu vielen gibt es einfach auch schon ein Video, das werde ich euch dann entsprechend immer da oben in der Ecke verlinken. Dann könnt ihr da nochmal reinschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, und ich werde auch immer wieder mal auf mein Handy schauen müssen, weil ich nicht alle Kosten im Detail hier oben parat habe. Was habe ich gemacht? Ich habe mir zum Beispiel diese Windabweiser hier gekauft. Die sind super praktisch. Die Karre hat nämlich keine Klimaanlage, und bei 30 Grad oder noch mehr im Sommer ist das schon cool, wenn man hier das Fenster so ein bisschen aufmachen kann und den Fahrtwind nicht so direkt ins Gesicht bekommt. 49,34 €. Eine der teuersten Anschaffungen hier vorne sind diese Dinger hier. Das sind die Lüftungsauslässe hier vorne. Die alten, die da drin waren, waren komplett zerfressen und porös und so. Da war das Plastik einfach alt. Dafür habe ich sage und schreibe 70 € bezahlt für zwei Stück. Gebrauch gekauft auf eBay Kleinanzeigen, weil die einfach auch nicht mehr neu hergestellt werden. Aber so ist das manchmal. Hatte ich auch schon vergessen. Das verdrängt man dann auch, wenn man für so Kram so viel Geld ausgibt. Die Sitzbezüge hier in schicker Alcantara-Optik, die habe ich mir gegönnt, und die will ich auch nicht mehr missen. Das macht so viel her, sieht so viel schicker aus. Auch wenn ich immer noch keine Pilotensitze habe, da bin ich noch auf der Suche nach den richtigen. Also, und vor allem ist das auch preislich realistisch sein, die werden echt teuer gehandelt. Also falls ihr da ein Angebot habt oder so, dann meldet euch gerne mal. Das wird echt Zeit, dass ich hier Armlehnen bekomme, und auch auf der Beifahrerseite möchte ich keine Doppelsitzbank mehr haben, sondern ein Einzelsitz. Die Sitzbezüge habe ich für die Doppelsitzbank, Fahrersitz und die Dreiersitzbank hinten, und die haben mich gekostet 271,48 €. Dann geht es weiter mit dem Alcantara hier oben. Ich habe den Himmel damit bezogen, dann die A-Säule, die Seitenverkleidung und so weiter. Für das Material habe ich ungefähr 250 € gezahlt. Dann brauche ich natürlich auch alle Anbauteile neu. Also das war hier ja vorher alles grau, und ich wollte das gerne passend dann in schwarz haben. Also die Fensterkurbeln zwei Stück für 30 € in schwarz, dann die Türgriffe innen in schwarz für 11,29 € auch für zwei Stück. Dann die Zuziehgriffe, die sind echt nicht so einfach zu finden in schwarz. Die gibt es oft in so einem dunklen Blau oder in Grau. Da gibt es die echt wie Sand am Meer. Aber in schwarz gar nicht so einfach zu finden. Sind leider auch nicht im besten Zustand. Also falls da jemand noch welche in besserem Zustand hat, dann meldet euch gerne mal. Für die beiden habe ich 45 € bezahlt. Und dann habe ich hier noch einen schicken Teppich reingelegt vorne, damit das alles auch ein bisschen gemütlicher ist. Das hat sich schon mehr als gelohnt, finde ich. Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Und der hat mich gekostet 30,90 €. Übrigens, alle Sachen, die ich heute aufzähle, werde ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Also falls ihr die auch gebrauchen könnt, dann schaut da einfach gerne mal vorbei. So wie zum Beispiel diese Sonnenblendentasche hier oben, die haben schon einige von euch, glaube ich, auch nachbestellt. Die ist aus meinem 5 Dinge Video. Sehr, sehr praktisch, will ich auch nicht mehr missen. Die hat 20,91 € gekostet. Gleiches gilt für diesen Lenkradbezug hier. Das ist aus Kunstleder.
glaube ich, für 12,89 Euro super einfach zu montieren. Macht einen riesen Unterschied, sowohl stylmäßig als auch so von der Griffigkeit. Das hat vorher geklebt, das Lenkrad. Jetzt ist das wieder richtig, richtig chico und macht einiges her. Auch praktisch die Ablage hier für 27,68 Euro. Echt, echt cooles Teil mit Getränkehalter. Ich habe hier meine Handyhalterung montiert. Da liegt immer Kleingeld rum und so weiter. Also kann ich auch sehr empfehlen. Für die gesamte Ausstattung hier vorne habe ich demnach 819,49 Euro bezahlt. Kommen wir zum Innenausbau, wozu ich jetzt einfach auch mal die neuen Schiebefenster, die ich eingebaut habe, zähle, weil die einiges an Komfort ausmachen hier hinten im Innenraum. Ganz egal, ob man hier drin kocht, arbeitet oder schläft. Und die habe ich für 300 Euro gekauft, also eins für die Fahrerseite und eins für die Schiebetür. Dazu habe ich dann noch Werkzeug gekauft für 22,99 Euro, um die alten Fenster auszubauen. Das kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen, weil das Ganze nur mit einem Cutter zu machen, ist echt richtig mühselig. Und dann brauchte ich natürlich auch noch Kleber für 21,95 Euro, um die neuen Fenster wieder einzukleben. Mein Innenausbau besteht eigentlich vorwiegend aus Holz. Das habe ich natürlich nicht geschnitzt, sondern ich habe verschiedene Holzplatten und Leisten gekauft und damit das Ganze ausgebaut. Zum Beispiel zwei 9mm Siebdruckplatten für 93,71 Euro, woraus wir die Bodenplatte hier gebaut haben. Außerdem noch eine Siebdruckplatte in 12mm Stärke für diese Bettunterkonstruktion hier, diese beiden Kästen. Da ist natürlich auch noch ein bisschen was von übrig geblieben, aber ich rechne trotzdem mal die ganze Platte einfach. Das werde ich irgendwo anders wahrscheinlich dann noch verwenden. Die hat 46,27 Euro gekostet und dann noch zwei von diesen Bausperrholzplatten hießen die, glaube ich. Ich habe den Namen leider vergessen. Daraus haben wir dann diese Klappkonstruktion fürs Bett gebaut. Verlinke ich euch auch nochmal oben in der Ecke, wie wir das gemacht haben. Und das hat 73,78 Euro gekostet. Weiter geht es hier drin und zwar mit den Seitenverkleidungen. Die haben wir aus Kiefernsperrholz gebaut und die Platte dafür hat 65,09 Euro gekostet. Allerdings haben wir das Ganze dann nicht mit diesen Plastikclips wieder festgemacht, sondern Einnietmuttern verwendet. Dafür brauchten wir die Nietzange, die hat 133,36 Euro gekostet. Ganz schön viel Geld dafür, dass ich die bisher nur einmal in diesem Fall verwendet habe. Also falls ihr auch überlegt, an eurem Bus das zu machen, dann schreibt mich gerne an auf Instagram. Ich schicke euch die gerne zu, dann könnt ihr die ausleihen, dann braucht ihr die nicht selber kaufen. Ich glaube, so können alle davon profitieren. Das gilt übrigens auch für das Spezialwerkzeug, für den Zahnriemenwechsel und so weiter. Also falls euch da was einfällt, dann meldet euch gerne. Und die Nieten haben natürlich auch noch 6 Euro gekostet. Aber das war es dann schon mit den Kosten für diese schicken Seitenverkleidungen. Die Leisten für die Decke, auf jeden Fall das Schmuckstück dieses Innenraums hier, schlagen nochmal mit 161,73 Euro zu Buche. Dann nochmal Schrauben und Scharniere für die Bettkonstruktion für 24,49 Euro. Dann Rändelschrauben für hinten, um diese Kästen im Boden zu verschrauben. Die haben 14,25 Euro gekostet. Und natürlich diese ganzen Messingschrauben, die hier diese wunderschöne Decke halten, für 5,99 Euro. Das war was, die alle reinzuschrauben und auszurichten. Hier mal ein kleiner Rückblick. Alter, ich bin so dumm. Ich habe die Latte versaut und die Schraube. Ey, einfach 3 von 3 Latten versaut. Drin ab! Ich baue nie wieder einen Bus aus. Das ist einfach nichts für mich. Ich filme nur noch. Ich überlege mir das ganz genau, ob ich da oben noch mal dämme. Alter, ich kann nicht mal dieses Scheißschraubenzieher halten, ey! Ey, Mann! Was ist das denn? Ich verstehe das doch nicht. Ich bin doch nicht... What? Ich kann doch eine scheiß Schraube eigentlich reindrehen. Ich bin einfach tot, ey. Das hat mir... Lack, Leim, Schleifpapier und alles, was wir sonst noch so gebraucht haben, hatten wir zum Glück noch da. Deswegen habe ich dafür jetzt keinen einzelnen Kostenpunkt. Lediglich Malerbedarf, also so Rollen und Pinsel und sowas, musste ich nochmal nachkaufen. Das schlägt mit 15,98 Euro zu Buche, damit wir das alles hier so schön lackieren konnten. Und da hört ihr es auch schon, es war ein Wir. Ich habe das natürlich alles nicht alleine gemacht, sondern hatte zum Glück die tatkräftige Unterstützung von meinem kleinen Bruder Malte, der mir da sehr, sehr geholfen hat. Wir haben das zusammen geplant. Ich bin da mit Ideen angekommen. Er hat die verfeinert oder wir haben die zusammen verfeinert und das Ganze dann auch zusammen umgesetzt. Und diese Hilfe ist natürlich unbezahlbar. Ein weiteres Highlight in diesem Bus sind natürlich die Vorhänge, die ich mit Malte und Sophia zusammen genäht habe. Vielen Dank an der Stelle nochmal für eure Hilfe. War für mich auch absolutes Neuland und
eine Riesenerfahrung. Im Gegensatz zu mit Holz arbeiten oder so hatte ich das zum Beispiel noch nie gemacht. Also richtig, richtig cool. Und ich bin immer noch riesen Fan davon. Der Draht hier und die selbstschneidenden Schrauben hier mit so Druckknöpfen, wo man dann auch noch dunklere Vorhänge ranmachen kann, der schlägt mit 29,98 € zu Buche. Davon habe ich aber noch einiges über. Also das waren, weiß ich nicht, 20 Meter oder so. Also ich war mal wieder sparfuchsmäßig unterwegs und die nächsten 5 Meter haben nur 10 Cent mehr gekostet. Deswegen habe ich die große Menge genommen. Manchmal habe ich so Anwandlung. Dann Stoff, Garn und dieses Gurtband hier, um das zuzumachen, die Druckknöpfe und all das. Und 2 Geschirrhandtücher, die ich bei dem Einkauf noch mitgekauft habe, haben 45,80 € gekostet. Aber auch hier wieder noch einiges an Stoff übrig. Also da kann ich noch auf jeden Fall ganz viel draus basteln oder machen. Selbstverständlich möchte ich nicht auf der blanken Holzplatte schlafen. Deswegen habe ich mir eine Matratze angeschafft. Die ist auch extra für den T4. Es sind 3 Elemente, die man so auseinanderklappen kann. Hinten sind die auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen abgeschrägt, weil da ja die A, B, C, weil da die D-Säule ist. Mir ist sie mittlerweile fast ein bisschen zu dünn, also ein bisschen zu hart dann. Ich werde halt auch nicht jünger, ne? Also falls ihr da Tipps habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare für eine andere Matratze, die vielleicht ein bisschen dicker ist. Ich habe da bisher noch nichts Passendes gefunden. Die hat übrigens 149 € gekostet und auf jeden Fall für so ein paar Nächte kann ich die super empfehlen. Ist die richtig, richtig gut. Dann habe ich hier noch eine Lichterkette rundherum für die gemütlichen Vanlife-Vibes. Die hat 8,99 € gekostet und da habe ich noch diese magnetischen Lampen hier. Leider gerade Akku leer, aber die kann man ganz praktisch mit USB aufladen und davon habe ich 3 Stück für 16,42 € und die will ich auch nicht mehr missen. Das ist wirklich eine der besten Investitionen, die ich hier im Innenraum für den Bus getätigt habe. Insgesamt kommen wir so für den Innenausbau auf einen Betrag von 1.235,78 €. Es wird immer mehr. Ich bin gespannt auf die Endabrechnung. Da wir ja gerade über so viele Zahlen reden, möchte ich euch passenderweise den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist das die Buchhaltungssoftware Zephdesk, mit der auch ich seit einiger Zeit jetzt schon meine Buchhaltung mache. Bei Zephdesk wird mir zum Beispiel ein Buchhaltungsscore angezeigt, sodass ich immer weiß, wie gut ich meine Einnahmen, Ausgaben und so weiter erfasst habe. Bei mir liegt er gerade nur bei 55%. Das heißt, ich muss mal wieder ran. Aber zum Glück geht das super, super einfach. Denn ich kann einfach meine Konten damit verknüpfen, kann Rechnungen erstellen, kann Belege mit der App einfach per Foto scannen und erfassen und dann Transaktionen ganz automatisch zuordnen. Das ist für mich richtig, richtig gut und ein Zugewinn, vor allem an Zeit, weil sich die Buchhaltung so fast nebenbei erledigt und ich habe mehr Zeit zum Fotografieren, zum Videos machen oder einfach für Vanlife. Für mich persönlich auf jeden Fall die beste Buchhaltungssoftware Deutschlands, die ich nicht mehr missen möchte. Und mit der Meinung bin ich auch nicht allein. Auf Bewertungsportalen wie Trusted oder Google Reviews ist sie die bestbewertetste. Falls auch du also selbstständig bist und auf der Suche nach einer neuen Buchhaltungssoftware, solltest du auf jeden Fall mal den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Da kommst du direkt zu Zephdesk und kannst sehen, was die alles so anbieten. Ganz egal, ob als Kleinunternehmer oder schon mit einem größeren Unternehmen, es gibt verschiedene Modelle und du zahlst immer nur für die Funktion, die du auch wirklich brauchst. Und das Allerbeste ist, mit dem Code BULLY50 bekommst du noch 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Also klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dann direkt zu Zephdesk und danach erledigt sich die Buchhaltung fast wie von selbst. Kommen wir schon zum vorletzten Punkt meiner Kostenaufstellung und zwar die Campingausrüstung. Da sieht es bei mir noch ziemlich mau aus, habe ich noch gar nicht so viel. Zum Beispiel habe ich nicht mal Campingstühle. Also falls ihr da Tipps habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Ich bin da noch auf der Suche nach geeignetem Mobiliar und Ausstattung. Aber was habe ich schon? Ich habe schon so eine Grundausrüstung. Damit kann ich auf jeden Fall ein paar Tage unterwegs sein, ohne dass ich irgendwelche Probleme bekomme. Einmal natürlich ein Gaskocher für 20,49 €. Töpfe, ich habe jetzt nicht alles hier hingestellt, was ich habe, sondern einfach mal nur so ein bisschen exemplarisch. 2 Stück, 24,99 €. Eine Solardusche habe ich noch nie benutzt und die hat 13,90 € gekostet. Vielleicht wird irgendwann auch mal der Tag kommen, wo ich mir hier schön drunter die Haare brause. Dann habe ich vorhin noch was vergessen und zwar im Innenraum hinten habe ich mir ja noch einen Teppich gekauft, so einen schönen Spielteppich von Ikea, der quadratisch ist und da perfekt reinpasst. Der hat 16,99 € gekostet und den nehmen wir jetzt einfach hier nochmal mit rein, der Einfachheit halber. Dann ein Brett natürlich, das hat 5,99 € gekostet, schön groß, dass man auch genug Platz hat, um da Gemüse zu schnibbeln oder ähnliches. Dann habe ich noch einen Wasserkessel zum Kaffee machen, Tee kochen und so weiter. So ein Pfeifkessel für 7,99 €. Handtuch, weil ich Fan davon bin,
dass gewisse Dinge einfach immer im Bus sind, die man nicht von zu Hause mit rein und wieder rausnimmt, weil das dann meistens doch irgendwie vergessen wird. Das hat 3,99 gekostet. Dann ein Stromadapter, sehr, sehr wichtig, wenn man auf dem Campingplatz ist, für 13,99. Ein Wasserkanister, wenn man mal nicht auf dem Campingplatz ist, weil man wo man dann kein fließend Wasser hat, der hat 9,94 gekostet. Dann Geschirr, das ist auf jeden Fall richtig cool. Das ist auch so, ich weiß, habe vergessen, wie das Material heißt, aber es ist auf jeden Fall unkaputtbar, war auch ein bisschen teurer, aber hat sich, denke ich, gelohnt. Ich habe da verschiedene Schüsseln, Teller und so von und das hat 81,30 € gekostet. So kommen wir auf einen Gesamtbetrag von 199,57 €, knapp unter 200 €. Ich bin mir sicher, dass da noch der ein oder andere Euro in Zukunft dazukommen wird. Die Gläser hier sind übrigens auch aus so Kunststoff, aber mit so einem Schliff. Also es sieht aus wie so Kristallglas. Da schmeckt der Drink zum Sonnenuntergang einfach noch besser. Kommen wir schlussendlich zu dem Punkt, der die meisten von euch wahrscheinlich am brennendsten interessiert. Und zwar, was hat dieses fantastische Kfz gekostet? Anschaffungspreis waren 3.500 € und zugelassen ist das Ganze als Pkw. Zulassung und Kennzeichen haben dabei 65 € gekostet. Meine schicken St. Pauli Kennzeichenhalter vorne und hinten gab es für 23,18 €. Dann gibt es natürlich noch so unliebsame Themen wie die Steuern. Da zahle ich 401 € im Jahr und Versicherung, da habe ich eine Teilkasko für 380,98 €. Des Weiteren habe ich noch mal ein Inspektionspaket gekauft, also Ölfilter, Luftfilter und so ein Kram für 26,97 €. Und jetzt kommen wir schon zu den ganzen Reparaturen. Aber ich würde sagen, das machen wir einfach mal im Schnelldurchlauf. Da haben wir zum einen die Dichtung für die Kurbelgehäuseentlüftung, 6,77 €, diesen Ölabscheider für 15,75 €. Den Zahnriemen haben wir auch schon gewechselt, da habe ich ein komplettes Set gekauft mit Wasserpumpe, die ganzen Spannrollen und so weiter. Das hat 148,36 € gekostet, plus das Spezialwerkzeug, ohne das der ganze Kram einfach überhaupt nicht geht. 25,08 €. Die Stoßstangen vorne und hinten habe ich noch vergessen. Die haben wir mit Raptor-Lack lackiert. 144,95 €. 130 € für die Bremsen. Die sind neu gekommen. Vorne, rechts und links. Sicherung habe ich mir auch noch gekauft. So einen Kasten voll. Also da werde ich noch eine Weile von gut haben. 12,73 €. Leuchtmittel, 21 €. Neue Wischwasserdüsen, 7,99 €. 4 neue Reifen inklusive Montage für 335 € sind so Allwetterreifen von Kumo. Ganz gut, also fährt sich gut, keine Probleme damit. Hat Heiko damals gemacht. Gruß geht raus an der Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, auch unterm Auto ist so ein bisschen was passiert. Ich will da jetzt nicht komplett runterkriechen, weil es auch einfach ziemlich dunkel ist und man da wahrscheinlich nichts sehen wird. Aber ich habe zum Beispiel einen neuen Unterbodenschutz gekauft und montiert. Super einfach anzubringen. 66 €. Der Einbausatz dazu mit so Schrauben und so Gummipuffern 15,56 €. Dann eine neue Auspuffanlage. Da war nämlich gar keiner mehr zu Hause. Die war komplett durchgerostet. 92,10 €. Und ein neuer Anlasser. Da bin ich nämlich mal liegen geblieben in Stralsund. Hab dann unterwegs einen Anlasser gekauft für 153,75 €. Zum TÜV musste ich mit der Karre auch schon, um 2 Jahre Ruhe zu haben. 730 € hat mich das Ganze damals gekostet, ist bis Frühjahr 2024 noch. Das waren natürlich nicht die ganzen TÜV-Gebühren, das sind ja irgendwie nur 100 € oder 100 Knäckebrot-Euro, weiß ich nicht. Aber es waren damals noch ein paar Reparaturen zu machen, die ich dann von der Fachwerkstatt habe machen lassen. Zum Beispiel der Bremskraftregler, der sitzt irgendwo da unten in der Mitte vom Fahrzeug und noch ein paar andere Sachen. Habe ich jetzt nicht alles aufgelistet, aber das waren 730 €, um wieder 2 Jahre Ruhe vom Herrn Bundesbenzinkanister zu haben. Die wahrscheinlich schmerzhafteste Zahlung, die ich bisher für diesen Bus leisten musste, befindet sich irgendwo da hinten unten drin. Und zwar ein neues Getriebe bzw. ein generalüberholtes. Denn ich hatte einen Getriebeschaden bzw. der Bus, nicht ich. Und das war ziemlich, ziemlich teuer. Hat insgesamt 2.956 € gekostet mit Lieferung, mit Einbau, neue Kupplung gab es auch noch dazu. Das habe ich alles nicht selber gemacht und so kommen wir auf Gesamtkosten für das Fahrzeug an sich mit Versicherung, Steuern, Reparaturen, neuen Reifen und so weiter von 9.282,15 €.
Ja, wollen wir den ganzen Kram mal zusammenrechnen? Da kommt nämlich eine ganz schöne Summe zusammen und zwar 11.536,99 €. Hättet ihr das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht, wobei vielleicht eigentlich schon. Ich habe es dann wohl eher verdrängt. Wie auch immer, ich bereue keinen einzigen Cent, den ich in dieses wunderschöne Fahrzeug reingesteckt habe, denn es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir vielleicht für das Geld auch direkt einen Multivan kaufen können mit Ausstattung. Da hätte ich gar nicht so viel selber bauen müssen, aber genau das hat mir auch Spaß gemacht. Deswegen bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und muss sagen, ich habe durch dieses Fahrzeug auch ganz, ganz viel gelernt. Ich wusste vorher zum Beispiel nicht, was eine Kurbelgehäuseentlüftung ist, was die Zahlen auf den Reifen bedeuten. Wobei, das weiß ich immer noch nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben einen Zahnriemen gewechselt. Das habe ich jetzt alles schon gemacht und das ist ziemlich cool. Und ich liebe es einfach, damit unterwegs zu sein, da drin zu pennen, morgens aufzuwachen, erstmal Kaffee machen und so. Das ist einfach herrlich. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr selber schon einen Van habt. Und wenn nicht, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch auch ein T4 zu kaufen. Ist ein tolles Auto, macht richtig viel Spaß. Man kann da, wie gesagt, viel dran lernen, kann auch viel selber machen, wenn man ein gewisses Interesse mitbringt und vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis auch jemanden hat, der einen da so ein bisschen an die Hand nimmt. Also ich habe da zum Glück ein paar Leute, die mir immer wieder mal helfen und auch ganz geduldig auf meine Fragen eingehen und versuchen mir die so gut es geht zu beantworten. Und so lerne ich dazu. Also das kann ich euch empfehlen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch einen T4 hat. Der meinte mal, so er rechnet im Schnitt damit, dass er so 800 bis 1000 Euro im Jahr für Reparaturen an seinem Bus ausgibt. Das muss jetzt nicht immer jedes Jahr sein, aber wie gesagt im Durchschnitt halt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Summe, mit der man ganz gut rechnen kann. Wenn man einiges selber macht, wird es vielleicht sogar noch günstiger. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, was ihr von diesem Geld gekauft hättet. Und ansonsten empfehle ich euch natürlich noch, den Kanal zu abonnieren. Denn es wird hier natürlich auch mit dem Ausbau weitergehen in Zukunft. Und es wird noch einiges an Geld in diese Karre reingesteckt. Ich muss zum Beispiel die Bremse hinten neu machen. Aber das ist schon alles geplant. Da kommt dann auch dem nächsten Video. Freut euch drauf. Und ansonsten sage ich, bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao!